Okay, stopp, am Anfang wird ein bisschen über den Server geredet, über ein paar Sachen, die mich ein bisschen genervt haben. Wollte ich in ein Video inkluden, damit sich das die Leute auch anschauen können, dann muss ich mich nämlich nicht 25.000 Mal wiederholen. Wenn ich das Ganze allerdings nicht interessiert, was ich hundertprozentig nachvollziehen kann, dann habe ich Timestamps in die Videobeschreibung gepackt, das heißt, du kannst einfach zu dem Teil skippen, der dich interessiert. Und dann bedanke mich trotzdem fürs Anschauen und du kannst auch gerne ein Like und ein Abo da lassen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Du warst anders. Die Gerüchte, ja, dass die Erben kein Sergeant Major verkauft hast, Bruder. Was eine Scheiße. GRC. Also ich habe für so viele Leute, die in die Marines wollten, meine Hand ins Feuer gelegt. Ich habe versucht, für die Leute, die aus der Airborne dann halt raus müssen, ja, versucht, das Beste überhaupt irgendwie möglich rauszuholen. Ich habe versucht, alle möglichen Fortbildungen euch anerkennen zu lassen. Würde ich alles. Dann zu mir zu sagen, ich hätte die Airborne für einen höheren Rang verkauft, ist übertrieben respektlos. Ja, also ich hab sie weder verkauft, noch habe ich sie verraten oder irgendetwas in der Art. Das ist halt, der Fakt, dass die Airborne nicht zurückkommt, ist da. Und das müssen die Leute akzeptieren. Und wenn sie es nicht akzeptieren, dann haben sie ein grundlegendes Verständnisproblem. Was Lieutenant, bitte komm. Für mich, also am schönsten wäre es gewesen, hätte sich gar nichts geändert, ne? Als wenn die Airborne geblieben wäre, wäre das alles viel entspannter gewesen. Kein Stress, kein miteinander beefen und so. Das wäre am schönsten gewesen. Das geht aber nicht. Vom Server-Balancing technisch her musste was passieren. Es gab dann in dem Fall zwei Optionen. Entweder man schafft es, dass alle Leute in einer Einheit kommen. Oder man sagt eben, die Leute, die übrig bleiben, kommen in die Marines. Dass Airborne in die Marines gehen müssen, wenn sie kein City sein möchten, war unabdinglich. Das musste passieren. Und es hätte zwei Möglichkeiten gegeben. Entweder ich hätte gesagt, ja, ich scheiß drauf und gehe halt in eine andere Einheit. Lass die Airborne, die in die GMs gehen müssen, alleine. Oder ich gehe in die Galactic Marines als Sergeant Major und sage, okay, ich versuche für die Airborne das so angenehm wie möglich zu machen. Auch ich muss mich an die Republic Navy anpassen. Auch ich muss mein RP anpassen. Das ist einfach etwas anderes als in der Airborne. Und das ist ganz klar. Aber wir sind nun mal jetzt Teil der Navy und nicht mehr die Airborne. Und das müssen wir anerkennen. Und wenn man es nicht schafft, sich anzupassen, dann so plump wie es klingt, dann ist das hier die falsche Einheit für dich. Dann musst du leider gehen. Egal wo du hingehst, du hast etwas von der alten Führungsebene da. Wir haben versucht, so viel rauszuholen für die Airborne wie nur irgendwie möglich. Es ging nicht anders. Es war anders nicht möglich. Es wurden ja keine Vorschläge gemacht. Es wurden keine Vorschläge gemacht, die das Problem vom Serverbalancing beheben, wenn die Second Airborne zurückkommt. Es wurde gesagt, bringt die Airborne zurück. Das geht aber nicht. Können wir nicht machen. Wurden Lösungen genannt? Nein. Sammy meinte, wenn ihr Lösungen habt, ruft sie gerne rein, sagt sie mir, dann können wir darüber reden. Wenn es nicht funktioniert, können wir immer noch andere Lösungswege finden. Aber der Fakt, dass die Airborne so zurückkommt, wie sie vorher existiert hat, ist so geschwindend gering. Jeder, der gesagt hat, ich hätte die Airborne verkauft, ich hätte mich dagegen gestellt, ja, finde ich übertrieben dämlich. Es tut mir leid, übertrieben dämlich. Es hat nichts mit Verrat oder dass ich die Airborne nicht mehr schätze zu tun. Oder generell jeder, der bei dieser Pseudo-Revolution da nicht mitgemacht hätte, kein Teil der Airborne mehr sein sollte. Bro, also kommt man von einem Film runter. Ne? Man kann sich nicht beschweren, mir dann nicht sagen, was man möchte, aber erwarten, dass ich eine Lösung finde. Checkst du, wie ich meine? Das funktioniert nicht. Dass da so ein Aufstand gemacht wurde, ist insane. Wir sechs, das heißt die beiden Arcs und wir vier, bilden die Vorhaut, wir sichern den Eingangsbereich und dann kommen die LATs nach in die Haupttruppen. Rick, hast eine schicke Farbe. Ja, grau ist keine Farbe, aber danke. Ja, also, oh, super. Das Ding ist zu. Dann schauen wir vielleicht mal auf der anderen Seite. Ah, hier geht's. Andere Hankerseite ist frei. An den gesamten Trupp. Bro, die ist ja so frech. Auf die andere die Seite. Ja so von, auf die Steuerbordseite müssen ist sie. Ist ja so frech. Dort ist der Hangar frei. Ja, wir warten noch, bis die anderen mit dem LAT hier drin sind. Warte noch. Wir machen das Ding nicht auf, wenn wir mit halber Mannstärke. Wenn dann alle. Du sagst einfach, wenn ich drücken soll. Ja, ja, so? Ja, ja. Wir warten noch, bis die angekommen sind und dann machen wir auf. Ach ja, eins. Da haben wir einiges an C2. Also, oh, nee. Ja, aber eine Mutter. Oh. Oh mein Gott, oh mein Gott. Tür nicht öffnen. Achte. Wunderbar, da sind noch die Männer. Wenn wir hier gesammelt sind, rücken wir vor. Wir versuchen in den ersten Hangarbuchten Deckung zu finden. Dann rücken wir vor von Hangarbucht zu Hangarbucht. Runde ausführen. Achtung links, close. Hier. Achtung, Champion!
Wunderbar, Gänge links und rechts sichern. Nein, ja. Bei mir rechts geht's runter. Rüdiger, Achtung. Schießen und bewegen, Männer, schießen und bewegen. Die zweite Rüden, Achtung. Achtung, Rocket B2. Bewegung bleiben, zurückziehen, nicht in deren Range kommen. HVP, schauen Sie mal, ob Sie wir LRT bekommen, um die Truppen in den Hauptangriff zu. Haugen hat gesagt, ich soll euch mitnehmen, wir gehen jetzt Richtung Hardzell. Wir werden die Beine nicht wegspringen. Das sieht noch beschissener aus. Dass das Hardzell umfällt, oder wir hoffen, dass es umfällt, aber die Treibstoffzellen fällt und hoch geht. Wenn das zu gefährlich ist, dann fliegen wir wieder zurück und dann laden wir die ganze Geschichte ab, weil wir es probiert haben. Mit. Alles klar. Sind wir überhaupt schon los? Hey! Warte, eine Stunde. Na gut, das ist. Na, warte. Du läufst so voller Intention einfach los. Warte, ja. Lass einfach nur gehen. Los. Wir haben noch keinen Marschbefehl vom EOK. So viel dazu. Das war knapp. So viel dazu. Gut, ja, Spezialkommando und wir drehen einmal in die Mitte durch. Ich habe die ersten Druiden. Das wird folgendermaßen schnell vorgehen. Ihr werdet versuchen, die Druiden auszuschalten. Ich konzentriere mich nur aufs Bombenlegen. Verstanden? Ja, ich bin Chef. Wunderbar. In welche Richtung fällt das Hardzell? Das Hardzell sollte, wenn ich richtig gesprengt habe, fällt das in Richtung Nordosten. Holy shit. Also in die Richtung, wo die Truppen herkommen. Kriegen wir es noch hin, dass der das Ding Richtung dem Kommando... Kannst probieren. Also alle Beine brennen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was zuerst nachgeht. Ja, dann helf eventuell dem Richtung Westen aus. Ja, ich versuch's. Der Multitool. Hat's jetzt zerstört. Hat's jetzt Freak. Oh, es hat funktioniert. Oh, hat funktioniert. Weg. Oh Gott, das hat funktioniert. Oh, Druiden, ganz viele Druiden, Vorsicht. Sauer.